Ja, hallo, heute ist 30. Mai, ne, und mein Videoteam, wir haben jetzt einige Videos jetzt aufgenommen heute in der Praxis und mein Videoteam hat mich dazu gezwungen, förmlich ein Video mit anzuschauen und meinen Kommentar dazu zu geben, also als eine Art Reaction-Video. Das ist ein Novum für uns alle, also für mich auf alle Fälle. Das, was Sie hier sehen, ist absolut ungeschnitten, absolut raw, absolut real und los geht's. Herzlich willkommen in Leges Dönerbude. Sebastian deckt die miesen Tricks der Dönerbuden auf. Riecht wie Döner. Schmeckt wie Döner. Ist aber gar kein Döner. Wir zeigen, was wirklich im Fladenbrot steckt. Hey! Sebastian Lege schaut sich mal genauer an, was Verbraucher da serviert bekommen. Bis jetzt habe ich mich immer um die Produkte aus dem Supermarkt gekümmert. Heute geht es um den Döner aus der Dönerbude. Dönerfleisch kommt immer häufiger aus Polen. In der Nähe. Naja, also ich muss sagen, ich esse sehr gerne Döner. Ne? Also allgemein die türkische Küche schätze ich sehr, aber Döner esse ich hin und wieder gerne. Ich suche mir tatsächlich auch die Dönerbuden, wo sie diese Dönerspieße selber herstellen. Das kann man mittlerweile sehen. Aber dass es aus Polen kommt, das ist schon ziemlich weit, weit her. Also hier von Breslau befindet sich eine der modernsten Dönerspießfabriken der Welt. Sebastian Lege trifft hier den Frankfurter Geschäftsmann Erdjan Altun. Der kauft seit Jahren in Polen ein. Die Fabrik produziert genau das, was Dönerbuden in ganz Europa brauchen. Wahnsinn! 40 Tonnen werden am Tag von diesen Robotern hier geschnitten und in die ganze Welt exportiert. Wir sind hier beim größten Dönerproduzenten der Welt. Die Roboter grillen, schneiden und verpacken das Fleisch für Supermärkte in Skandinavien und Osteuropa. Wahnsinn, also ich hätte das nicht gedacht. Ne? Nicht gedacht. Also ich habe tatsächlich auch, ich weiß, dass der Döner-Kebab, wie wir es kennen, eigentlich in der Türkei ist, wird auch nicht so hergestellt. Das ist eigentlich mehr eine europäische Erfindung. Fast eine Eindeutschung wollte ich sagen, aber dass es halt so in diesem Masse industriell hergestellt wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Also das hat mit einem natürlichen Fleisch gar nichts mehr zu tun. Also diese Mengen, wenn ich das so sehe, diese Riesenroboter, diese Riesenspisse, die von komplett automatisiert, also Durchmesser, ich weiß nicht, vielleicht 2-3 Meter, wenn sie komplett gegrillt und geschnitten werden, was für Mengen Fleisch, Nummer eins. Und dann fragt man sich, was kriegen wir das für ein Fleisch? Das ist natürlich die Massentierhaltung. Und da kommen wir in den Bereich, was auch ethisch sehr fragwürdig ist. Also muss man das überhaupt essen? Also haben die Tiere das verdient? Also das ist das arme Tier, was eigentlich nur gezüchtet wird und hochgepäppelt wird, damit es ganz schnell wächst und eine Menge von Eiweiß produziert, was wir nehmen sollen. Von der Fütterung ganz zu schweigen. Ne? Das bekommt irgendwann günstiges Zeug, damit es einfach wirklich wächst. Hormone, Antibiotika, damit diese Tiere nicht krank werden. Die stehen ja wirklich hintereinander. Und die Erkrankungen, wenn sie krank werden, verbreiten sich da enorm. Also nicht, dass sie da komplett durchgeimpft werden, sondern da wird auch Antibiotika werden mitgegeben, damit sie gar keine Erkrankungen entwickeln. Also das ist schon ganz, ganz hart, wie ich finde. Also ich finde das nicht mehr sehr appetitlich. Hallen weiter lässt Erdjan Altun seine Dönerspieße für den deutschen Markt produzieren. Aus dünn geschnittenem Rindfleisch. Hier siehst du wirklich den Aufschnitt auch, Sebastian. Guck dir mal die. Guck mal, da kannst du fast durchgucken. Ja, sehr das gut. Ist wirklich die Kunst letztendlich eines guten Döners, dass du die Scheiben so dünn wie möglich aufschneidest. Ne? Traditioneller Döner besteht allein aus diesem Scheibenfleisch. Doch inzwischen kommt bei fast allen Dönerproduzenten zusätzlich sogenanntes Brät zum Einsatz. Das besteht aus zerkleinertem Fleisch, Fett, Wasser und Gewürzen. Würzig, Kräuter, Fettkörnung kann man sehen, aber extrem viel Bindung. Der Trick? Die Fleischmasse ist viel billiger als echtes Scheibenfleisch. So sparen die Hersteller bei der teuersten Zutat. Berlin hat reagiert und die Dönerverkehrsordnung erlassen.
Höchstens 60% Fleischmasse sind erlaubt. Mindestens 40% Scheibenfleisch sind Vorschrift. Also wenn wir das überlegen, tatsächlich 60% Hackfleisch darf es sein. Also es gibt bestimmt Dönerfabriken oder Dönerbuden, die das einfach mehr machen. Das hat natürlich mit dem Gedanken wirklich dieses dünne Fleisch, ne, das was aufgespießt wird und dann mit Gewürzen versehen wird und auch gegrillt wird und klein geschnitten, das hat damit nichts zu tun. Also Hackfleisch, dieses Bret, was die verwenden, das ist Fett, Wasser, klein geschnittenes Fleisch. Überlegen Sie bitte, woher kommt das? Welche Fleischstücke? Das sind nicht die besten Stücke, die das sind vielleicht Innereien, das ist das, was Sie sonst nicht essen würden. Das Zweite natürlich, also beim industriell hergestellten Hackfleisch muss man natürlich sehr aufpassen, ne? Das ist so, weil das kleingeschnittene Fleisch, das ist so viel mit Bakterien versetzt, das kann sehr, sehr schnell schlecht werden. Also man braucht irgendwas dazu, damit es einfach nicht kippt. Ne? Das ist, man kennt ja von zu Hause, frisches Hackfleisch muss eigentlich am gleichen Tag verwendet werden. Ne? Das soll auch nicht zu lange im Kühlschrank liegen, sonst wird das schlecht. Das weiß man, das kann man einfach testen. Was da drin ist, möchte ich gar nicht mehr vorstellen. Also es ist sehr minderwertige Eiweißverbindungen mit Gewürzen und mit irgendwelchen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen versetzen. Das ist nicht super gesund. Alles andere darf sich in Deutschland nicht mehr Döner nennen. Spieße mit anderen Rezepturen dürfen immer noch hergestellt und angeboten werden. Dieses Fleisch darf bei uns aber nicht mehr als Döner verkauft werden. Tiefgekühlt werden die Spieße von Polen nach ganz Europa exportiert. Nach 12 Stunden im Schockfroster ist so ein Spieß über ein Jahr lang haltbar. Minus 31 Grad! Das ist mal richtig kalt. Ist aber auch ganz wichtig. Weil umso schneller gefrostet wird, umso kleiner die Eiskristalle, umso besser später das Produkt. Die Fabrik hat auch eine vollautomatische Entbeinungsanlage für Hühnerschenkel aufgebaut. Ist das cool? Das wird oben angeschnitten, dann wird es runtergezogen, durchgedrückt, rausgedreht und fertig. Vollautomatisch, habe ich noch nie gesehen. Mega! Das sieht natürlich sehr fancy aus, so eine Entbeinungsanlage, aber dann muss man wirklich auch mal überlegen, was da passiert tatsächlich. Gut, das ist super, sieht auch super clean aus, aber das sind Eiweißverbindungen, das ist Fleisch. Ne? Und das sind ganz, ganz viele große Flächen, das ist Metall und das fährt. Man kann so viel waschen, wie man will, es sind Bakterien da, damit das Fleisch auch nicht schlecht wird, damit das auch nicht mit schlechten Bakterien besiedelt wird. Es wird ja auch kontrolliert, ne? Selbstverständlich müssen Sie das nicht nur immer wieder waschen mit Wasser und Seife, sondern man muss es anders desinfizieren. Also das heißt, wie viele Desinfektionsmittel momentan ist eigentlich jetzt auch mit diesem Fleisch, mit diesem Hühnerfleisch drin, was später wahrscheinlich im Hähnchendöner landet. Alles für Hähnchendöner, die in Deutschland immer beliebter werden. Allein in dieser Halle werden 30 Tonnen hergestellt. Pro Tag. Hähnchendöner besteht immer zu 100% aus Hähnchenfleisch. Döner aus Kalb, Rind oder Lamm enthält immer einen Anteil Fleischmasse. Jetzt hab ich aber Hunger. Ercan Altun hat seinen Fastfood-Spieß nebenan zum Probieren vorbereitet. Er serviert Döner ganz nach der Berliner Dönerverkehrsordnung. Sag mal deine ehrliche fachmännische Meinung dazu. Also so gut habe ich den noch nie gegessen. Weil auch so frisch, der ist ja jetzt frisch raufgekommen, frisch gegrillt. Der hat so eine Saftigkeit. Super, richtig lecker. Da siehst du es auch ganz deutlich, die Hackfleischanteile zum Scheibenfleisch. So, man hat richtig Biss. Wäre es eine Hackfleischmasse, würde man gar nicht so einen Biss bekommen. Weil Hackfleisch durch seine feine Körnung ist wie ein Schwamm, wo man durchbeißt. Aber hier hat man richtig was zu beißen. Und das ist in so einem weichen Brot mit Salat richtig schön, wenn man auch merkt, was man isst. Also, toll. Döner muss also echtes Fleisch enthalten. Alles andere ist in Deutschland verboten.
Doch die Dönerspieße vieler Imbisse sehen verdächtig gleichmäßig aus. Steckt da wirklich echtes Fleisch drin? Halten sich Deutschlands Dönerbuden an die Regeln? Ein Testeinkauf in Düsseldorf soll das überprüfen. Und tatsächlich, bei einem der Testdöner kann Sebastian Lege beim besten Willen keine Spur von Scheibenfleisch erkennen. Stattdessen entdeckt er jede Menge winzig kleine helle Stellen. Dieses Fleisch ist offenbar zu 100% eine geformte Masse. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Frikadelle. Und wenn ich hier raufschaue, erkenne ich so kleine. Also, es ist jetzt nichts Neues. Ne? Man kann tatsächlich aus den Fleischabfällen wieder Stückchen Fleisch herstellen. Das kennt man ja, die Lebensmittelchemiker haben ja schon lange uns oder führen uns einfach oft hinters Licht. Man nimmt einfach, schneidet das Fleisch, so Fleischstückchen relativ klein, vermischt das, gibt Enzyme, die das verbinden, also das heißt, das zerklebt und dann können Sie im Prinzip so ein Stück Fleisch formen und nachher können Sie richtige Steaks machen. Also das ist jetzt nichts Neues, das ist so dieses künstlich hergestellte oder modifizierte Fleisch. Das, was wir hier bekommen, ist tatsächlich eine Fleischmasse. Es ist ein minderwertiges Fleisch, wie ich denke. Das, was wirklich am billigsten ist vielleicht und zu einer Masse verklebt und mit Gewürzen versetzt, das ist das, was wir sagen, dass ihr natürlich essen und das ist eigentlich komplett industriell hergestellte Nahrungsmittel, also von Lebensmitteln würde ich auch hier gar nicht sagen, das ist auch kein Essen. Es ist günstig, ne? Das ist die andere Seite, das was ich auch denke, ein gutes Essen, ein gesundes Essen hat gewissen Preis, ist so. Das muss was kosten, weil es einfach die Herstellungskosten einfach sehr, sehr hoch sind. Man kann es nicht für ein paar Euro das anbieten und nicht jeder würde es kaufen. Und der Verbraucher entscheidet einfach selber. Ja, das ist auch meine persönliche Meinung. Wenn Sie wirklich Qualität haben wollen, es muss nicht immer sehr teuer sein, aber da muss man dann nicht ständig dann draußen essen. Und wenn Sie für kleines Geld was Schmackhaftes haben wollen, na, dass es was gut schmeckt und sie befriedigt, dann muss man damit rechnen, leider, dass es eigentlich sie ein Periodensystem da rein, einfach ein Stück Brot bekommen mit etwas Gewürze und was nach Fleisch riecht und schmeckt. Ja, klar. Weiße Pünktchen. Hier kann man es auch sehen. Das ist kein Fett. Das Fett wäre gar nicht mehr so deutlich zu erkennen durch die Hitze. Da ist Paniermehl drinne. Im Labor werden die 10 Dönerproben genauer untersucht. Das Ergebnis? 6 hätten so nicht verkauft werden dürfen. Mehrere Kalbsdöner enthalten kaum Kalb. Im besten Fall sind weniger als ein Drittel Kalbfleisch nachweisbar. Bei einem sind es sogar nur 0,4%. Und ein Lammdöner enthält gar kein Lamm. Ach du Scheiße, ne? Das ist auch schon so, dass wir hinters Licht geführt werden. Was soll ich dazu sagen? Ne? Das ist halt das, womit wir häufig zu tun haben. Da muss man natürlich auch fragen, auch jetzt auch diese Frage stellen, wie ethisch ist das? Ne? Also von einem Besitzer einer Dönerbude oder von einem Hersteller, wenn er irgendwas als Lammdöner verkauft, wo gar kein Lammfleisch drin ist. Tja, klar, Putenfleisch ist günstiger. Pute lässt sich, das sind wirklich so diese Vögel, liefern enorm viel eigentlich Eiweißmasse. Tja, so ist das. Die Beamten der Lebensmittelaufsicht kennen das Problem. Seit Jahren machen sie die Beobachtung, dass Kunden zunehmend Spieße serviert bekommen, die Qualitätsanforderung für Döner nicht erfüllen. Ein richtiger Döner-Kebab ist eben teurer als Bulette am Spieß. Und deswegen kaufen eben viele Imbissbetreiber Bulette am Spieß und deklarieren es eben an ihrer Angebotstafel nicht richtig. Das ist kein Kavaliersdelikt. In der Regel ist man dann vorbestraft. Ein guter Döner ist eine traditionelle Grillspezialität. Was die Industrie in Billigspieße mischt, das zeigt Sebastian Lege. Dazu brauche ich folgende Zutaten. Rinderhackfleisch, ein speziell hergestelltes Paniermehl, Phosphat, Stärke, eine sehr intensive Gewürzmischung, Salz, Wasser und Eis.
möglichst viel Döner mit möglichst wenig Fleisch herstellen. Sebastian Lege zeigt den Trick. Er strickt mit Wasser und ganz viel Eis. Das bringt im Fleischspieß maximal Profit. Wenn die Dönermasse fertig ist, hat sie maximal 50% Fleisch. Den Rest habe ich pfiffig gestreckt. Paniermehl ist eine weitere beliebte Billigzutat, die massenhaft zum Einsatz kommt. Die Dönerindustrie ist in Deutschland eine der größten Paniermehlverbraucher überhaupt. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich wusste, dass die Jungs da richtig auch strecken und vielleicht auch nicht immer Fleisch drin ist, wo Fleisch draufsteht. Aber dass da so viel Panier steht oder dass die Dönerindustrie so viel Paniermehl oder am meisten Paniermehl verbraucht, das ist, das bedeutet, kann man sich ausrechnen, ne? wie viel Paniermehl wir in dem Fleisch essen, was wir denken, das sind vielleicht Eiweiß, ne? Ist vielleicht gesund. Jetzt machen wir mal unseren Dönerspieß. Döner dürfen wir das gar nicht mehr nennen. Dann würde ich sagen, dann ist das ein Hackfleisch-Brotspieß mit orientalischer Gewürzmischung. Unter solch wohlklingenden Fantasienamen bringen die Dönerfabriken ihre Billigspieße auf den Markt. Der sackt ab. Viele Imbissbetreiber verkaufen die einfach als Döner. Den lege ich jetzt hin. Ich muss den so wickeln. So, ich fange noch mal von vorne an. Der Scheibenfleischanteil verleiht echten Döner nicht nur Geschmack, sondern auch Stabilität. Bei Sebastian Leges Billigdöner muss allein die Frischhaltefolie Halt geben. Doch die Mühe lohnt sich, denn dieser Billigspieß kostet im Vergleich zum echten Döner weniger als die Hälfte. Ich würde sagen, das reicht. Schnell tiefgefrieren, damit der Spieß auch ohne Folie seine Form behält. Und tatsächlich. Gut gebräunt sieht sogar Sebastian Leges Fake-Döner noch appetitlich aus. Herzlich willkommen in Leges Dönerbude. Ist erschreckend, er sieht tatsächlich gut aus. Ich kann förmlich auch diesen Geruch auch riechen. Super. Aber es ist schon billige Tricks, ne, muss man dazu sagen. Also, erschreckend zum Teil, aber irgendwo bestätigt das auch meine Vermutung, oder nicht nur die Vermutung, sondern das Wissen, was die alle erzählen, also industriell hergestellte Nahrung hat mit den Lebensmitteln gar nicht mehr zu tun. Das sind Nahrungsmittel, das ist wirklich was Künstliches. Ist tatsächlich so, es muss schmecken und es muss billig sein. So, das ist das, was wir Menschen wollen, was der Verbraucher einfach will. Die Verbraucher fragen nicht nach Qualität, die fordern das vielleicht, aber wirklich gehen nicht in so ein bisschen in die Tiefe. Ich denke mal, es ist auch falsch, vielleicht irgendwelche Hersteller oder die armen Dönerbudenbesitzer zu verteufeln. Das ist irgendwo auch Druck des Marktes. Wir bekommen das, was wir bereit sind zu zahlen und was wir einfach bekommen wollen. Wenn wir wirklich diese schlechte Qualität haben wollen und das nur das bezahlen wollen, kriegen wir das auch. Wenn jemand wirklich dann einen hochqualitativen, nicht nur Döner, sondern ein hochqualitative Lebensmittel haben möchte, geht er das, er sucht er auch. Es muss auch nicht teuer sein. Also viele Dinge sind auch wirklich bezahlbar und doch guter Qualität. Und man kann auch an vielen Seiten eigentlich das Risiko einer Erkrankung reduzieren. Aber wirklich, jeder muss das selber entscheiden. Ne? Ich denke mal, das ist falsch, jetzt auch auf die Politik zu schieben und sagen, ja, da muss vielleicht mehr kontrolliert werden. Es bringt alles nichts. Wenn jeder, der das gerne isst, wirklich mal sich selber fragt und Besitzer fragt, sag mal, was ist da eigentlich drin? Sagt man, ja, das stimmt so nicht. Sondern geht einfach davor und entscheidet wirklich mit seinem Verhalten, werden wir auch eine ganz andere Qualität haben. Es gibt ja viele Länder, die das auch tatsächlich haben. Wir sagen, wieso ist in Italien das Essen so gut und so auch so qualitativ besser oder in Frankreich? Weil die Franzosen oder die Italiener sind bereit, auch mehr zu zahlen, auch mehr Fragen zu stellen, vielleicht auch mehr Anspruch zu haben. Und da müssen wir tatsächlich
ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da müssen wir tatsächlich auch in Deutschland das erstmal lernen. Ja, und nicht, wie gesagt, ich esse selber Döner und hin und wieder greife ich auch zu sowas. Ne? Das ist, da muss ich mich auch outen, weil es einfach manchmal schmeckt und manchmal ist das auch okay. Ne? Das darf ja nicht die Regel sein, sondern wenn Sie hin und wieder sowas essen, wird Sie das auch nicht umbringen. Ne? Aber man muss auch bewusst sein, was nimmt man tatsächlich da auch zu sich und wie entscheidet man und was will ich eigentlich überhaupt? So, das ist so meine just my 5 cents. Danke.